Hallo, 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 weiter geht's mit Shakes and Fidget. Willkommen dazu, ich bin der Lars, wir finden uns gerade wieder im Livestream. Hallo an den Livestream, übrigens an alle, die gerade zuschauen. Was geht ab, was steht an? Wir befinden uns gerade im normalen Let's Play für alle, die es gerade noch nicht bekommen, beziehungsweise noch nicht erfasst haben, was gerade abgeht. Und wir werden auf jeden Fall auf Server 22 starten. Als erstes hier zur Toilette, wo wir mal eben drauf gehen und nachschauen, ob wir was hineinschmeißen können. Natürlich dieses Item hier. Weg damit, weg mit dem ganzen Scheiß. Am Wochenende, das heißt heute bei mir, dann morgen ist ja das unglaublich geniale XP-Event, was wieder am Start ist. Und ich hoffe doch mal, dass noch ein Tag das das XP- und Erfahrungsevent, dass noch ein Tag das, wie heißt es denn, das Epic-Event ist, genau, weil es ja quasi kurzfristig irgendwann ausgeschaltet wurde, was mich doch sehr krass nervt, am meisten auf Server 29. Von daher müssen wir mal gucken. Ich hoffe mal, dass sich das noch so weit entwickelt, dass wir auf jeden Fall am Wochenende, irgendwie Samstag oder Sonntag, einen Tag noch das Epic-Event haben. Ich bin heute echt durch. Glaub mir, ich habe so lange schon gestreamt, ich bin echt fertig gerade mit der Welt. So, mal gucken wir eben hier. Das hält noch bis zum 13.10. Das ist noch ein bisschen. Das ist noch ein bisschen, von daher lassen wir das soweit. Das ist alles noch im grünen Bereich. Wir gehen mal zur Gilde auf Server 22 bei ZWC und wir greifen Disneys Wundertüte an in der Post. You are so beautiful. You are so beautiful. Du bist ein Liebhaber von Biver. Aber nein, Biver ist nicht toll. Wir sind toll. Grüße von Superstylerman. I love you too. Sehr schön. Mein Mount hält noch 3 Tage. Mein alter Greif, den verlängere ich mal eben. Sehr schön. Dann werden wir eben schauen, haben wir ein Level Up, haben wir nicht. Nein, nein, haben wir es nicht. Wir waren auf Toilette, wir skillen den Rest auf Geschick, auf Server 22, wo wir gerade eben sind. Bald sind wir hier Level 300. Ja, ja, bald haben wir es geschafft. Der Nilsson, den gewinnen wir natürlich Rang 19, ist also im grünen Bereich, das ist wunderbar. Und im Dungeon haben wir im Türmchen den Sigi. Den Sigi, hallo Herr Sigi, was geht denn so ab? Wie geht's, wie steht's? Haben Sie heute schon etwas gekackt? Wenn ja, herzlichen Glückwunsch zu dieser goldenen Kackwurst. Der Sigi von der Muckibude. Sigi von der Muckibude, er reißt es auf jeden Fall. Oder auch nicht. Sigi, komm. Kommen Sie schon, Sigi. Also, Sie haben es heute verdient, dass Sie fallen. Sigi, Sie haben es, wie gesagt, Sie müssen fallen. Herr Sigi, bitte, komm. Komm, Sigi. Komm, Sigi, komm. Komm, Sigi, komm. Komm, komm. Jemand sagt gerade im Livestream, ich soll den Lucky Lars anmachen. Den gibt es leider zurzeit nur auf Server 29. Den muss ich mir dafür aufbewahren, deswegen zurzeit nicht. Level 300. Du sagst, du wirst 300 in 18 Tagen. Ja, das dauert noch ein bisschen, bis ich 300 werde. Mir fehlt noch ein bisschen, ne? 96, 97, ja gut, XP-Event könnte ich vielleicht, wenn ich Glück habe, 2 Level machen. Mehr auf jeden Fall nicht. Ach ja, übrigens, nice. Ja, muss ich noch raushauen, ne? Wisst ihr Bescheid. Server 23. Hier haben wir im Livestream auch ein bisschen die Gilde angesprochen, aber wir sind noch zu keinem Ergebnis gekommen, beziehungsweise ich werde das Ganze nochmal intim, ich werde es intim, in mir intim einführen. Nein, ich werde es in einen Let's Play-Part nochmal komplett ansprechen, wo ich nur darüber spreche und dann müssen wir mal gucken, wie sich das so entwickelt, beziehungsweise wird die Gilde bleiben, so wie sie ist, oder wird es etwas ganz anderes geben? Das werdet ihr alle sehen. Nach einer kurzen Werbeunterbrechung. Piep, nein. Wir schmeißen mal hier was weg. Waren wir denn schon auf dem Klo? Natürlich haben wir doch gerade was hier hineingeschmissen. Jawohl. Aura 17 übrigens auch. Ab Aura 18 bekommt man immer ein Epic. Das übrigens ist sehr toll. Was ist hier hinter? Ein Trank des ewigen Lebens leider für Pilze. Schade. Den Rest verskillen wir. Moment, halt, stopp. Haben wir Level Up? Haben wir Level Up? Haben wir nicht. Nein, wir skillen. Intelligenz. Musst du skillen, Intelligenz. Is so lucky Gott. Den greifen wir an. Oh, also, das war natürlich knapp. Also, ich sehe gerade irgendwie nicht eine Schwierigkeit bei diesem Kampf. Es war einfach nur einfach. Es war einfach nur einfach. Von daher passt das Ganze. Im Türmchen haben wir den Räuber Hopstenklopsi, der gerne die Klopse in sich hineindrückt. Und der kann fallen. Oh, das sieht schon mal gut aus. Uiuiuiui. Ihr seht es, der Räuber Hopstenklopsi, der kann fallen. Vielleicht wird er das sogar machen. Räuber Hopsenklopsi. Oh, sie können fallen heute. Werden sie es auch fallen? Werden sie denn jetzt fallen? Kommen sie zu mir. Räuber Hopsenklopsi steht im Wald mit einer Pistole und einem Schwert. Er hat einen schwarzen Hut und eine rote Weste und ist kacke. Der fällt nicht. Ob er fällt? Sehen wir?
nach dem dritten Türchen. Das kann sein, Leute. Das kann der Kill sein. Das ist es. Das ist es. Er ist down. Er ist down. Er ist down. GG. GG. Verdammte Scheiße. Macht mehr Damage. Oh, oh. Oh, oh. Nein, kein Crit. Ja. Räuber Hopsenklopsi ist jetzt down. Er ist tot. Und ich piss auf seine Leiche. Endlich. Wir bekommen ein Stärke-Item. 415. Oh nein. Nein. Der Löwe hat was in seiner Pfote drin. Oh nein. Was machen wir denn da? Das tut doch bestimmt weh. Der weint auch schon. Das finden wir alle doch. Not nice. Der arme Löwe. Dem müssen wir jetzt helfen. Oh mein Gott. Oh mein, oh mein, oh mein Gott. Der zweithöchste Nachlass. Yay, schreibt der Biver. Hallo Biver, wie geht's dir? Wie geht's, wie steht's? Heute schon einen Trank des ewigen Lebens gekauft? Nein, und du hast das Item aus dem Klo. Du bist der Lucky Biver. Der Lucky Biver ist am Start. 94% Sammelalbum hast du? Du, das ist ja ziemlich krass. Ich habe 97. Haha, nein, egal. Server 8 UK steht hier. UK steht in Posteingang. Wir werden noch ein bisschen skillen, wir haben gerade ein bisschen was dazugekommen. Wir werden dann morgen versuchen, den Löwen zu befreien von seiner Last, von seinem Dorn. Mal schauen, ob wir das schaffen. Im Dungeon waren wir soweit, also können wir weitergehen auf Server 24. Der Löwe, der verreckt irgendwann. So, erstmal was ins Klo hinein pfeffern. Moment, 336, das ist schlecht. Er kann hinein. Was haben wir denn hier? Hallo, Herr Gürtel, gehen Sie bitte weg. Dankeschön, Herr Gürtel. Geschick, Geschick, Geschick. Ich bin ein Kunde hier, ich brauche Geschick-Items. Ein Trank des ewigen Lebens natürlich für Pilze. Was denn auch sonst? Warum denn auch nicht? Tränkemäßig fehlt uns der Glückstrank. Blätter ich einmal, habe ich kein Glück. Nochmal? Nein. 352, ah, das könnte vielleicht schon ein Update sein. Noch einmal. Und da haben wir ihn. Da haben wir ihn. Ich habe es doch gesehen, ich habe es gespürt. Und da kommt noch ein Geschick-Trank. Den ich mir natürlich noch leisten kann. Da kommt noch einer. Und da kommt noch einer. Und noch einer, noch einer, noch einer, noch einer. Bis zum Lebensende. Ach, wir hatten keinen Ausdauertrank. Habe ich gerade so gesehen. Okay, war eh keiner da, von daher passt es. Aber uns hat doch der Ausdauertrank gefehlt. Und nicht der Glückstrank. Oder ich habe gerade nicht viel Scheiße gebaut. Eins von beiden. So, Arena-Kampf. Gildenkampf, meine ich. Entschuldigung. Gildenkampf, Gildenkampf, Gilden, Gilden, Gildenkampf. Schaffe ich das? Beziehungsweise Leben, oh mein Gott. Oh mein Gott. Guckt euch das mal an. Wie viel AP der alte Aslak nur noch hat. Meine Fresse. Ich meine mit zum Angriff. Skill noch ein bisschen Geschick. Was ich noch habe an Gold ist ja nicht mehr viel. Gehe dann in den Dungeon und werde mal versuchen, hier den Drachen zu töten. Ohne Ausdauertrank, das wird nichts. Von daher weiter geht's auf Server 2. UK. 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 Hier erstmal im Waffenladen schauen, ob wir ein Stärke-Item bekommen oder hier finden, denn wir brauchen mindestens ein Item noch fürs Klöchen. 392, 389, 392 für einen Pilz nehmen wir mit und schmeißen einfach das Epic hinein. Ist mir scheißegal, wenn ich ehrlich bin. Alles da hinein. Oh! Dann können wir ja sogar spülen. Ist wohl 5 verschwendet. Ich spüle hier trotzdem dann. Dann spülen wir einfach mal. Just for fun. Okay, der kann da... Das war doch vorher auch ein Stärkering. Wenn man einen Stärkering reinschmeißt, kann... Ach, hier hatten wir ja schon mal. Das zweite Mal, dass ich einen Stärkering reinschmeiße und es bleibt bei Stärke. Das ist natürlich sehr interessant. Ihr könnt mal im Chat... Entschuldigung, meine Stimme. Ihr könnt jetzt mal im Chat im Livestream hineinschreiben, was ihr erwartet, beziehungsweise was ihr denkt, was hinaus... herauskommt aus dem Klo. Und ich werde dann den Namen hier im Video ernennen von den Leuten, die gerade im Livestream sind. Von daher, schön was hineinschreiben. Schreibt hinein. Schreibst du bitte. Hier seht ihr Chat. Schreibst du rein. Staubsauger für Krieger. Biver. Epic-Waffe. Epic-Gürtel. Crab-Gürtel. Gürtel. Schreibt doch alles hinein. Waffe, Epic-Brustpanzer. Epic-Waffe. Das sind alle sehr interessante Sachen. Ich werde jetzt mal eben spülen. So, wir werden jetzt sehen. Was kommt hinaus? Was werden wir herausspülen? Ein Crab-Helm. Wer hat den Crab-Helm? Irgendwer hat den Crab-Helm. Ich hab's gesehen. Wer es auch immer war, er hat gewonnen. Ne, ist nichts drin. Schade. Schade, schade, schade. Das kann weg. Die Items aus dem Klo, die Crab-Scheiße, ist meistens immer ziemlich viel wert, denn sie war vorher im Klo. Wisst ihr Bescheid. Der Müllhelm, der Crab-Helm hat mal wieder gewonnen. Wir skillen hier. Stärke. Stärke, Stärke. Obwohl wir mal unseren Begleiter im Turm normalerweise auch wieder skillen müssen. Naja, wir haben es halt dicke Sitzen. Ne? Wisst ihr Bescheid. So. Gildenkampf. Den wir
Entschuldigung, muss mich gerade eben muten, den wir verloren haben. Ganz knapp, habt ihr gesehen? Ganz knapp. Dann gehen wir noch in den Dungeon und versuchen nochmal hier einmal den Kuchenmann, wie viel wir ihn jetzt wohl abziehen. Ich bin mal gespannt. Der Kuchenmann, was macht der Kuchenmann? Der fällt auch nicht, ist okay. Müssen erst die Begleiter noch hochziehen und neu equippen. Gewonnen, sehr schön. Server 8 US, Stabwache blinkt alles im grünen Bereich. Haben wir ein Item hier bestimmt wieder nicht? Nein, wir haben nie ein Item fürs Klo, sehr schön. Intelligenz 344, das ist ein kleines, feines Update, nehmen wir mit, weil wir noch was fürs Klo brauchen. 355 ist auch ein Update, nehmen wir auch mit, denn mein Helmchen hier ist ein bisschen veraltet und ich habe nicht genug Gold. Oder was? Ich habe nicht mehr genug Gold. Ich habe nicht mehr genug Gold. Meine Fresse. Stärke, Intelligenz. Lohnt sich das? Nö. Ich muss schon wieder gehen. Das ist natürlich der Hammer hier. Entschuldigung. Das war nicht so geplant. Wir schmeißen einfach was ins Klo. Mal schauen, ob ich noch ein bisschen Gold zusammenbekomme für die Hütchen. Mal gucken. Das kann dann vielleicht unser Begleiter bekommen. Moment. Das ist Kriegerstiefel mit Ausdauer. Die kann er sogar gebrauchen, sehr schön. Oh Mann, ich muss noch alle so hoch leveln. 158 erst. 160, 154 und ich muss bis 168. Das ist so unfassbar fucking teuer. Das verlieren wir, also hat sich das schon wieder erledigt. Kaufen wir noch im Zauberland den einen Trank heraus. Diesen und diesen. Dahinter ist leider nichts. Schade. Tränkemäßig fehlt uns nur der Stärketrank. Nur ist natürlich ein bisschen komisch, denn der Stärketrank ist doch ziemlich wichtig. Wir skillen hier Intelligenz und ein bisschen Nebenattribute. Arena-Kampf gegen den Kollegen haben wir schon. Im Dungeon haben wir den Nachttroll, der eh nicht fallen wird, denn Nachttroll fällt normalerweise nie. Ihr wisst Bescheid, der Nachttroll ist eh OP, also fällt er auch nicht. Keine Pilze mehr. Server 27 auf, ja, Intelligenztrank. Entschuldigung, ja, ich meine ja Intelligenztrank. Nicht Stärketrank. Ich bin schon leicht übermüdet, Entschuldigung. Server 27, hier. Ja, ich bin dumm. Ja, es wurde gerade geschrieben, ob ich dumm wäre. Ja, ich bin dumm. Ich dachte, ich wäre ein Krieger. Ja, ich bin dumm. 172, das ist ein kleines, beziehungsweise kein kleines, sogar ein sehr, sehr gutes Item. Ein gutes Item für den Lars. Intelligenzglück, nein. Das können wir mitnehmen. 272, Entschuldigung. Yes, nehmen wir mit. Auf ein Klöchen waren wir ja gerade eben. Das ist schön. Im Zauberladen finden wir einen großen XXL-Ausdauertrank. Und mal wieder so ein paar Halsketten. 1, 2, 3, 4. Und ein BH. Wisst ihr Bescheid, ein BH ist auch am Start. Wir brauchen hier auf jeden Fall Intelligenz. Habe nichts an Intelligenz. Intelligenz, ja, Intelligenz. Nicht die Gens, sondern Intelligenz. Nee, das wird nicht fallen. Dann müssen wir mal schauen. Wir werden auf jeden Fall mal in der Gilde vorbeischauen. In der Gilde gewinnen wir endlich mal einen Gildenkampf. Okay, wir gewinnen. Sehr schön. Den BH. Brauchen wir den BH auf jeden Fall über die Augen. Sonst nicht. Charakter. Skillen wir mal Intelligenz. Intelligenz Hauptattribut. Und Büchchen andere. Arena-Kampf gegen den Gurkenteufel. Harry, Gurkenteufel. Ich habe sie besiegt. Im Dungeon haben wir die Auswahl zwischen Alien der Hölle, Bigfoot und dem Vulkangeist. Und ich glaube, als nächstes kommt der Bigfoot. Ja, der Bigfoot müsste dran sein. Er will aber nicht. Auf Server 29 habe ich ihn ja gelegt. Hier will er nicht fallen. Schade. Server 28.de. Nicht US, nicht UK, nicht BL, nicht AB, CDE, sondern DE. Intelligenz 232. Ein schönes Update mitnehmen. Intelligenz 224. Geschick hier. Brauchen wir nicht. Sonst haben wir hier 220 Intelligenz ist mehr wie das Doppelte. Hier ist auch 220, haben wir aber schon. Auf dem Klo können wir das Epic hineinschmeißen. Auf Server 27 habe ich mich nicht zur Gilde gemeldet. Entschuldigung, habe ich vergessen. Entschuldigung. Aber auf Server 28. Dort schmeißen wir dann mal das Epic hinein. Bop, das kann weg. Das kann auch weg. Das war schon im Klo. Ab zum Zauberladen. Tränkemäßig fehlt uns so gut wie alles, außer der Intelligenztrank. Einmal Blätthorn. Ja, da ist einer. Wir haben jetzt den drin. Es fehlt natürlich der Glückstrank noch. Glückstrank, kommen Sie zu mir. Ich habe aber keine Pilze mehr. Nein. Ist noch was für Intelligenz hierbei? Auch nicht. Den dahin, dann ist es okay. Ab zum Charakter. Den restlichen Scheiß noch verskillen. Sehr schön. Arena-Kampf gegen den
Kollegen hier, ihr wisst Bescheid, gegen den Kollegen Sammelappen hüpft ihr auf 79,82%, ist sehr schön, sehr, sehr schön. Im Dungeon haben wir dann den Herlands Cyclop. Hast du nur ein Auge, my friend, und du willst nicht fallen. Server 26, One Man Fucking Guild. Ich habe ja geschrieben, im letzten Video konnte ich bewerben und habt euch beworben. Scheinbar immer noch nicht, das gibt's ja gar nicht. Wir gehen als erstes aufs Klöchen, denn hier haben wir eine Puppe. Diese Puppe schmeißen wir hinein und wir sind unglaublich genial dabei. Als nächstes schauen wir im Waffenladen, dort finden wir nichts. Im Zauberladen ist bestimmt auch nichts. Ist nichts. Gilde, okay, Post. Okay. Warum ist denn in der Gilde nichts los? Meine Fresse, ich hasse so inaktive Gilden. Oh Mann, das ist der Hammer. Übrigens, wie man sich bewerben kann, steht hier. Einfach mal durchlesen. So, dann skillen wir auf jeden Fall. Halt, stopp, haben wir ein Level Up. Im Türmchen haben wir nicht. Wir skillen auf jeden Fall heute nur Stärke. Übrigens, habt ihr schon mal eine neue Waffe gesehen? Oh, ist die geil, oder? Dämonenschwert des bösen Blicks. Ich find sie geil. Das erste Mal diese Waffe beim Krieger und sie ist richtig OP. Den greifen wir an. Verlieren natürlich Rang 39. Schade. Und hier haben wir die ruhelose Seele, die wir halt jetzt nicht machen. Wir müssen halt noch aufbewahren für die ganzen Levelbremsen. Den Turm schaffen wir so nicht, beziehungsweise schaffen schon einiges, aber es lohnt sich zurzeit nicht, den Kollegen halt umzuklatschen, wegen den Levelbremsen. Denn in Levelbremsen, da braucht man quasi die ganzen Dungeons, damit man sie überspringen kann und dann normal weiter leveln kann. Das war es soweit dann mit Shakes and Fishy für heute. Wenn es euch mal wieder gefallen hat, bewerten, kommentieren und weiterleiten. Bis zum nächsten Mal, Lars, und ich sage ciao, ciao, und ihr seid nice. Tschüss.